Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns jetzt hier in der August-Klaas-Schule und wir wollen uns hier mal ein bisschen informieren über August Kämpchen, der ja heute Abend auch in der Talkrunde dabei ist. Und wen könnte man besser fragen als den Schulleiter der August-Klaas-Schule? Hier ist er, Hermann Hecker. Schönen guten Abend, Hermann. Schönen guten Abend, Stefan. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast, ein bisschen was über August Kämpchen zu erzählen. Heute Abend interessiert es natürlich alle, wer August Kämpchen ist. Ist natürlich eigentlich Quatsch, weil wer kennt August Kämpchen in Hasewinkel und vor allen Dingen in Marienfeld nicht. Aber für die zwei, drei Leute, die vielleicht dabei sein könnten, die August Kämpchen nicht kennen, erzählt der Hermann Hecker jetzt mal etwas über August Kämpchen. Also wir fangen bei der letzten Sache an. August Kämpchen ist inzwischen pensioniert. Er hat unheimlich viel Zeit. Diese riesige Zeit, die ihm zur Verfügung steht, hat er ihn mittlerweile so weit verplant, dass er keine Zeit mehr hat. Das heißt also, wenn man ihn für bestimmte Sachen benötigt und sagt, wir brauchen das, was du alles kannst, dann muss man frühzeitig anfragen, sonst ist er nicht erreichbar. August Kämpchen ist aber ein absolut hilfsbereiter, total klasse, netter Mensch. August Kämpchen ist engagiert, wo immer er engagiert werden kann. Er bietet seine Arbeit an, er kennt sich aus im Leben von Hasewinkel, er kennt sich aus im Leben von Marienfeld. An vielen, vielen Stellen hat er seinen Namen gesetzt. Ja, August Kämpchen war ja Lehrer an der August-Klaas-Schule, an der Hauptschule in Hasewinkel. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu seinem Wirken an der Schule. August Kämpchen hatte verschiedene Qualitäten. Das Wichtigste, was er hier hinterlassen hat, ist eine absolut spitzenmäßig funktionierende Schulband. August Kämpchen hatte ein super Verhältnis zu seinen Schülern. Seine Schüler waren immer zu ihm sehr zuvorkommend. Das passiert nur dann, wenn man als Lehrer zu seinen Schülern auch sehr zuvorkommend ist, wenn man gern Lehrer ist und wenn man gern zu seinen Schülern hilfsbereit, gesprächsbereit und gebend ist. Das alles konnte August in seiner aktiven Zeit. Ganz wichtig, wenn ihm ein Schüler mal irgendwann doch ein wenig auf die Nerven ging, hatte August natürlich auch eine ganz, ganz laute Stimme. Die konnte man dann auch ziemlich durchs ganze Schulgebäude hören. Erstens, aber die Endphase war dann: Jetzt kann ich dich nicht mehr ertragen. Geh nach draußen und leck Schnee. Das war eine besonders gute Wiedergabe von August, die dann später auch in der Schülerzeitung stand. Leck Schnee, August, Patent. Ich glaube, sogar zwei, vielleicht sogar drei Leute von den Landeiern haben auch Musikunterricht bei August Kämpchen genossen. Ich weiß es von Andreas, ich weiß es von Thorsten und ich glaube, es war auch Norbert. Zumindest war Norbert mit in der Sing- und Spielgruppe seinerzeit in Marienfeld. Und naja gut, wir lassen das jetzt mal wertfrei stehen, was daraus geworden ist. Wir bedanken uns aber an dieser Stelle bei Hermann Hecker für diese wohltuenden Worte über August Kämpchen. Und sag mal, hat eigentlich die neue Schule, die Gesamtschule, hat die schon einen Namen? Also wenn man da lange sucht, wäre es ja vielleicht sehr einfach, den August Kämpchen mal näher unter das Licht zu nehmen. Ich könnte mir ja vorstellen, ne? Also ich finde auch, dass das eine sehr gute Idee ist. Die neue Schule in Hasewinkel könnte doch August Kämpchen Schule sein. Und Hermann, ich glaube, du stimmst mir zu. August Kämpchen, das ist so ein derber Kerl. Und ich finde, es ist mittlerweile endlich an der Zeit, dass man nicht mehr Kämpchen zu ihm sagen muss. August Kamp. Das ist doch was. Oder? August Kamp Schule Hasewinkel. Das hilft voran. Wunderbar.